U-Bahn fahren mit Bastelbasti. Oder mit unserem lieben Basti Castellanos. In einer weiteren Folge Evil Within. Tja, in der letzten Folge haben wir mitbekommen, dass Kidman wahrscheinlich mehr weiß, als wir zu glauben scheinen. Als wir wissen. Denn sie kennt anscheinend... Oh, Checkpoint, geil. Denn anscheinend kennt sie Ruvik und Leslie wohl besser. Und sie weiß auch, was Ruvik mit Leslie vorhat. So, da unten geht's weiter. Hier ist ein Speicherpunkt. Ich gucke aber nochmal hier kurz. Nein! Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wie viel... Was? Was? Willst du mich verarschen? Ja, natürlich. Du willst mich doch verarschen, oder? Komm raus. Ich sehe und höre. Höre dich. Das Problem ist, sobald wir da reinstürmen, ist sofort alles vorbei. Was? Der lebt noch? Wie kann der leben? Wie kann der überleben? Nein, Munition alle. Munition alle? Ist der dämlichste Spruch im Spiel. Hasta la vista, Baby. Toll, jetzt haben wir so viel Munition verbraten für den einen Ochsen. Aber er hat eine Granate fallen lassen. Die hat er in der Tasche gehabt. Kann man die irgendwie entschärfen, die Dinger? Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich. Oh, nee, oder? Wieso kann ich die nicht? Achso, weil das von jemand anders ist, wahrscheinlich. Die Frage ist, wie viel sind die? Oh Gott. Um Gottes Willen. Ist das fies. Was kann man denn verbrauchen? Das ist voll gemein, ist das. Da muss ich was verballern, was ich... Ich probiere das mal mit der Flasche. Vielleicht funktioniert das ja. Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert, aber naja, gut. War sehr intelligent. Aber wegrennen vielleicht. Hallo. Hallo, Kuckuck. Aha, das klappt schon mal. Aber wenn man schnell hinrennt, kann man die auch entschärfen anscheinend. So sah es zumindest danach aus. Gott sei Dank. Jetzt will ich aber auch was sehen dafür. 1000. Agil. Das ist viel. Und Nummer 1000. Sind 36.350, die wir haben, sind immer noch weit entfernt von unseren 50.000. Ich will aber trotzdem speichern. Und ein neues Tagebuch von Basti Castellanos. Nee, Quatsch. Was erzähle ich denn da? Von Notiz von Myra. Mein lieber Sebastian, wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe, aber das war nur zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder mein Wahnsinn. Ich habe den Brief, eine Kopie meiner Aufzeichnung, beigefügt. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst, aber falls doch, liegt es an dir zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte tu es für Lilly und für mich. In ewiger Liebe, Myra. Also ist sie tot. Also ist Myra wahrscheinlich tot. Und sie hat irgendwas rausgefunden. Naja. Dass Basti aber auch nicht darauf reagiert. Ich würde mir jetzt wünschen, dass er sowas sagt wie... Oh mein Gott, nein! Das... Ich muss das rausfinden. Sowas, aber... Egal, ja, lesen. Oh, meine Frau ist tot. Oh. Sie nicht vielleicht ihr grünes Gel benutzen?
Nein, möchte ich nicht. Ich weiß, wir haben noch 4 Kapitel vor uns. Glaube ich, waren 18, ne, oder? Nee, Quatsch. Was zähle ich denn da? Doch, 18, ne? Sind es 18 Kapitel? Oder sind es 15? Nee, 15, glaube ich, ne? Crimson Post. Lesen wir mal durch. Feuer im Büro. Büro mit Verbindung zu Auslandsgeheimdienst abgebrannt. Erste Festnahme. Ein Gebäude des Sozialdienstes in der Gemeinde ist abgebrannt. Es besteht der Verdacht, dass die Einrichtung als Tarnung für den Außenlandgeheimdienst diente. Mhm. Aber das ist nicht das Gebäude, wo wir drin waren, weil das war ja ein Hotel. Deutsch. Eine vermisste Person. Ivan vermisst. Ivan Diaz. Der freie Journalist kehrte von seinen Recherchen für den Artikel nicht zurück. Seine Kamera und sein Notizbuch wurde in Elk River gefunden. Mhm. Ivan der Schreckliche. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Boah, wie das hier runterkommt, ist ja der Wahnsinn. Ja, genau. Mach noch langsam offen. Okay, hier liegt nichts drin. Könnte ja mal sein, dass hier vielleicht irgendwas drin liegt. Und der Kollege nebenan, der sagt auch nichts, ne? Nö. Der ist ja auch nicht da. Der ist wahrscheinlich irgendwie gerade unterwegs, kacken oder so. So, speichern wir mal. Ja, das, ich weiß gar nicht, sind es wirklich 18 Kapitel oder waren es 15? Ich weiß gar nicht, ob wir es wirklich schaffen, die 50 voll zu kriegen. Ach, wisst ihr was? Scheiß, was drauf. Ich scheiß jetzt was auf die Feuer, den kriegen wir nie im Leben kriegen wir die 50.000 zusammen. Nie im Leben kriegen wir die zusammen. Das heißt, wir können unheimlich jetzt powern. So, dann schauen wir doch mal. Kritischen Schaden haben wir bei der Dings. So. Hier gibt es natürlich keinen Crit-Schaden bei der Magnum, weil die ja schon so reinhaut. Schadensmultiplikator bei der Flint. Was können wir denn bei den Qualenbolzen noch machen? Wir können die Kälte... Ja, ein bisschen höher dann. Ich bin voll so ein Sparfuchs momentan. Eine Sprengladung, die hohen Schaden bewirkt. Verwundete Gegner in einem Umkreis von 3 Metern. Aber der Schaden nimmt mit der Entfernung zur Explosion ab. Das heißt also... Das ist der Radius ist das. Das heißt also, wenn ich auf 150 den Radius erweitere, nimmt der Schaden ab. Nee, dann lasse ich das. Nö. Nö. Warum denn? Ja, da sind wir ja nur so weit entfernt von. Das hätte ich gerne. Spezial, SP steht da wahrscheinlich. Wo ich gerne vielleicht nochmal investieren möchte, ist... Nee, Lebensanzeige ist eigentlich Quatsch, das haben wir genug, das reicht. Sprintdauer, bin ich froh, dass wir ein bisschen in die Sprintdauer investiert haben. Nahkampfschaden ist Quatsch, wir werden mal... Achtung, aufgepasst. Den Schadensmultiplikator, der kostet... 12.000! Machen wir mal. Gibt 20%. So, und dann machen wir den Schadensmultiplikator. Nee, den kritischen. Obwohl, den kritischen Schaden haben wir eigentlich. Schadensmultiplikator bei der Flinte. 16.000. Das gibt's doch gar nicht. Wie teuer ist das denn alles hier? Mein Gott, hier gehe ich nie wieder einkaufen. Ich glaube, bei der Magnum möchte ich doch gerne nochmal hier irgendwie den Schadensmultiplikator erhöhen. Da kostet schon 12.000. Ist ja der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel für die Magnum überhaupt noch finden werden. So viel Munition und alles, weil das ist echt sparsam, was wir da finden. Fast gar nichts. 20.000 für den Schadensmultiplikator bei dem Revolver und 16 schon bei der Flinte. Genau, 10.000 kritischen Schaden natürlich. Ja, irgendwohin werde ich es auf jeden Fall noch, weil ich will es nicht jetzt... Ich will es jetzt alles verbraten. Feuerrate, Magazinkapazität ist alles Quatsch. Genauigkeit ist auch Quatsch. Nahkampfschaden ist Quatsch, Sprintdauer und Lebensanzeige können wir nicht mehr machen. Gucken wir mal, können wir hier noch irgendwas erhöhen? Kältebolzen, das ist gut, dann sind sie länger eingefroren, das machen wir mal. So, wunderbar, sehr schön. Haben wir richtig investiert, richtig ordentlich. Wir sind richtig gut ausgerüstet. Und jetzt speichere ich nochmal. Ich habe, glaube ich, gerade schon gespeichert, kann das sein? Dann habe ich, glaube ich, jetzt zweimal hintereinander schnell gespeichert.
Naja, ist ja auch Wurst. So. Damit haben wir gespeichert und, ja, das heißt, wir gehen... Hallo? Das heißt, wir gehen weiter und wir müssen jetzt definitiv... Boah, ich bin nicht so viel Licht gewöhnt. Ich sitze ja in meinem Keller und nehme Let's Plays auf. Ach ja, wir waren ja in der U-Bahn. Genau. Wir haben 0 davon, wir haben 1 davon, wir haben 4. Ich werde mal die Flinte in der Hand behalten. Ich möchte gerne ein paar... Der steht auf. Der steht auf, hundertprozentig. Der steht auf. Da wette ich mit, dass der aufsteht. Eine Spritze wäre geil. Ja, eine Spritze wäre... Ich würde den gerne sofort anzünden. Was? Scheiße, die Kopie von Ruvik. Nein! Die macht doch immer diese fiesen Fingerdinger da irgendwie. Haben wir noch eine Granate? Oh, ich dachte, ich hätte den irgendwie schon abgehängt. In dem einen Level. In dem Hotelbereich. Da war der nämlich auch da. Oh Gott, nein. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas tun. Wo habe ich denn jetzt die Granate hingetan? Ach, da. Der steht da, ne? Oder? Wo ist er hin? Kann das sein, dass er so ein bisschen so Wege geht? Dass der nicht immer da oben steht? Weil dann kann ich den hier doch anzünden. Na, Basti, dreh dich um! Mann, Basti, streck doch nicht deinen Hintern raus! Oh! Das gibt's nicht. Okay, der geht Wege, dann zünde ich... Basti, pst! Dann zünde ich den mal an hier. La, 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 la. Guck mal hier! Was, der lebt noch? Wie kann der noch leben? Will er mich verarschen? Wie kann der denn noch leben? Okay, warten wir, bis er da ist. Dann werfe ich die Granate vielleicht mal dahin oder so. Ist auch irgendwie geil mit dem Zielen. Haben sie echt cool gemacht. Okay, dann fällt die Granate genau dahin. Genau vor seine Füßen quasi. Machen wir das mal. Schmeiß. Anzünden, 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 anzünden. Ja, brenn du so! Das war knapp. Das war knapp. Aber das war, glaube ich, die beste Lösung für den Otto. Weil sonst, ja. Ihr wisst, was dann passiert. Und werden wir runtergezogen. Wie viel gibt's denn dafür? 1000. 1000 gibt's dafür. Der hat leuchtende Augen. Das gefällt mir gar nicht. Mit dem zweiten sieht man besser. Okay. Nein. Ich hab nur... egal, komm, Arsch lecken. Ja! Und schweichern. Nun gut, er hat nichts liegen lassen. Naja, hätte ja... Oh doch. Was erzähle ich denn da? Pistolenmuni. Sehr geil. Was? Oh, ist das fies. Vor allem auf der anderen Seite ist auch ein rotes Licht. Das Toy stand voll. Oh. Da ist schon wieder das Tresorbild. The Pig! Mhm. Am 5.5.2014 im Kino. Muss ich unbedingt gucken. Das Schwein. Wahrscheinlich das Schwein der Lämmer. Ich frage mich auch, was... Ja, Kontrollpunkt. Ich frage mich auch, was es mit dem Bild auf sich hat. Weil... Ist das der Kastenkopf? Kann das sein?
was da hinterher, das sieht so ein bisschen aus wie bei Silent Hill, sieht das auch aus. Wo da der Sensenmann das so hinterher sich herzieht. Die Riesensense. Auch ist ja auch so ein Kastenkopf. Da ist ein Spiegel. Da ist eine U-Bahn. Da unten ist eine... Ne, Bombe ist es glaube ich nicht, oder? Was ist denn das? Ach, eine Ampel. Ja, natürlich. Genau. Eine Ampel ist das. Aha. Schau mal eine an. Oh, wie fies ist das denn? Mit Fallen und allem. Und hast du nicht gesehen? Mit allem Dings und Bums und überhaupt. Und hier hoch und runter und so. Ja. Und natürlich auch noch mit der Kopie von Ruvik. Ist natürlich sehr geil. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich den ausschalten, weil sonst habe ich hier echt Theater. Was sollen wir denn mit der Scharfschützenmunition? Was bringt mir das denn? Ich bin nicht so ein guter Scharfschütze. Boah, die Granate muss sitzen. Die Granate muss sitzen und ich muss ihn anzünden, weil der stirbt nicht bei der ersten... Bei der ersten Granate. Das ist gemein. Moment, warte mal eben. Aber wenn wir schon ein Scharfschützengewehr haben, könnte ich es doch mal ausprobieren. Ob wir den vielleicht doch dann so irgendwie weghauen können. Huch, was war das denn? 1000 auf dem Sitz von der U-Bahn. Das gibt's doch gar nicht. Was ein Zufall. Wäre ich jetzt nicht zurückgegangen, dann würde das da liegen bleiben. So, ich werde das mal aus der Entfernung probieren. Hinter, hier sehen sie mich ja nicht. Und werde darauf warten, dass der mit seinem Sturmgewehr wieder reingeht in die U-Bahn. So, das wäre jetzt. Aber jetzt guckt natürlich die Kopie gerade zu uns. Das ist natürlich nicht schön. Hallo. Hallo. Dreh dich um. Es wird dir gleich nichts geschehen. Was? Was? Der ist doch noch nicht tot, oder? Sicherheitshalber. Doch, der hat HGL verloren. Ja, geil. Das hat sich gelohnt, definitiv. Den Schatten. Hasta la vista, Baby. Wo ist der andere? Da ist der andere. Komm her, zeig dich. Zeig dich. Yeah, geil. So. Ja, und mit den schön bewegten Bildern möchte ich euch entlassen in eine weitere Pause und dann sammeln wir alles ein und dann gucken wir mal, was die hängenden Brüder da machen. Also, bis demnächst. Ciao.